Ja, wir eröffnen die 10. Filiale der Dortmunder Tafel. Wir haben im Januar den ganz alten Impuls, hier im Westen eine Filiale zu eröffnen, aufgenommen. Und die beiden Kirchengemeinden, der Gewerbeverein hier vor Ort und die Politik haben uns dabei unterstützt, sehr schnell heute die erste Eröffnung zu ermöglichen. Wie ist denn der Bedarf hier? Naja, den Bedarf hier kann man so nicht und wollen wir so auch nicht etikettieren, sondern insgesamt ist es ja so, dass wir häufig eine Warteliste bei uns haben von Familien oder von Einzelpersonen, die ihre Bedürftigkeit bei uns schon nachgewiesen haben, aber denen wir keinen Platz zuordnen können. Das heißt, unsere Warteliste hat manchmal 1000 Adressen. Und darum ging es jetzt, diese Warteliste abzuarbeiten. Und so ist das heute, 120 Einkaufende, heute beim Ersteinkauf hier, eine deutliche Reduzierung der Liste. Wir haben heute ca. 350, noch wenn wir jetzt die Lütgendortmunder abzählen. Und verschiedene Dynamiken haben sich ergeben im Wechsel zu den Filialen, sodass wir jetzt mit 350 rechnen. Allerdings muss ich dazu sagen, wir haben immer noch einen Aufnahmestopp. Denn wenn wir den jetzt aufheben würden, hätten wir ganz schnell wieder 1000 Adressen auf der Liste. Das heißt, die Bedürftigkeit in Dortmund ist riesig und sie nimmt zu. Geplant ist, dass wir im Sommer in Nettemengede die 11. Filiale eröffnen. Die Gespräche laufen, die Vorbereitungen laufen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir dort einen Standort finden. Das ist das Leichteste. Zweitens, das Schwierigste ist, immer eine Mannschaft zu finden von Ehrenamtlichen. Das war hier in Lütgendortmund übrigens einmalig. Wir hatten mit den Kirchengemeinden und mit der Politik verabredet, dass wir 12 bis 15 Personen brauchen und gebeten, dass sie die doppelte Zahl, 30 vielleicht, zusammensammeln. Und bei unserem ersten Treffen waren über 70 Personen da. Und das ist natürlich toll, denn das heißt, die Hilfsbereitschaft ist großartig. Und das hoffen wir uns dann in Mengede und in Nette auch. Ne? Der erste Tag der Tafel in Dortmund, Lütgendortmund. Und die Vorbereitung, Herr Olsrup und alle anderen, die dazu beigetragen haben, die Ehrenamtliche stehen, waren sofort gewillt, dass das hier funktioniert. Beide Kirchengemeinden, evangelische, katholische, sind aktiv. Jeder zu seinem Teil, jeder zu seiner Verantwortung und natürlich auch bereit, alles dafür zu sorgen, dass die Gäste, die zu uns kommen, auch zufrieden sind. Wir haben auch sehr viel Bedarf bei der Tafel. Die anderen Vororte möchten auch gerne eine Tafel haben, nur wir haben im Moment das Problem, dass wir nicht überall in einem Vorort, sei es in Kirchlinde, noch eine Tafel einrichten können. Da fehlt uns das Material und das fehlt uns zurzeit. Wir haben ja richtige Wartelisten von der Tafel. Die Leute werden jetzt angeschrieben, dass sie von Hörde sogar hier in Lütgendortmund einkaufen können. Wir haben heute ungefähr 100 Personen. 120. 120, die aber für mehrere Personen einkaufen können. Die haben ja alle eine Liste und eine Nummer und da steht drauf, ob sie für 2 Personen, für 4 oder für 8 Personen einkaufen können. Und wir haben ja so eine Resonanz hier und wir haben also erst nur kleine Gruppen von 35 Personen. Wir werden also schon in der nächsten Woche die Personenzahl aufstocken. Es sind also so viele in der Warteliste noch, dass wir also noch mehr Personen aufstocken können. Wir schätzen mal, dass wir so auf die 150 bis 200 Personen kommen. Man muss einfach sagen, die Ehrenamtlichen, die hier helfen, das ist sowas Harmonie und sowas Tolles, dass man auch selber Spaß daran hat, mitzuarbeiten. Wir wissen ja, selbst die Kirchen interessieren sich dafür. Wir haben da vorne den Pastor Eickelmann stehen, der also hier ist, der will sich das auch angucken und der ist sehr sozial eingestellt mit dem Pfarrer Vogt. Ja, die sind also sehr sozial. Ich will hoffen, dass es weiterhin so gut klappt. Sie sehen ja selbst, was für eine Resonanz das ist und was wir also zu verteilen haben. Nicht immer ist so viel zum Verteilen da, das müssen wir auch sagen. Ja. Thank you.